Willkommen zurück zu den Tiny Troopers. So, erstmal wieder ab in die Waffenkammer. 2,7. So, jetzt fehlen uns nur noch 1000, um ihn maximal aufzuleveln und dann können wir den ganzen Rest in die anderen Sachen stecken. Aber wir können auch unser Aussehen mal wieder ein bisschen anpassen, würde ich sagen. Hatten wir schon... Ich frage mich, wie man die Sachen überhaupt hier nach und nach freischalten kann. Wrestler hier oder was? Okay. So, was haben wir eigentlich für Hautfarben so im Angebot? Ach, scheiße. So, haben wir das Team noch mal komplett angepasst. Und wir starten in die nächste Mission. Zaubertrank des werten Anführers. Das Eremitenkönigreich behauptet, einen Zaubertrank entwickelt zu haben, der Supersoldaten erschafft, geht und steht ihnen, er könnte nützlich sein. Now it's time to find a magic potion the Deer Leader has apparently invented. Roughly translated, it's named Dad's Courage. If consumed, the drinker can see things no one else can see, do things no one else can do. The listed ingredients include wind, fire, or that kind of thing, and black blood of the earth. Anyway, you'll first need to quell the brawl sparked by the test subjects before making your way into the back room. Sind wir jetzt wirklich mal in einem Gebäude? After the brawl is dealt with, speak with the, whatever this giant chicken is meant to be. Maybe it's their boss. Speak with it to organize access to the back room. We don't know why they gave their test subjects guns. Let's not question it. But it does seem like an incredibly reckless test condition. Once in the back room, you'll need to find a way into the basement, where we believe they are manufacturing samples of the potion. We will need you to obtain some for analysis. The nearby lab equipment will help you. After obtaining the data, return with the other samples for study. Yeah, let's call it that. Oh, and also try and pick up some salted peanuts or pretzels on your way back. Cool. Also, da ich echt... lange darauf gewartet, dass man mal... wirklich auch einen Innenbereich hat. Schade, dass sie das jetzt erst so spät im Spiel quasi zeigen.
4 von 8, was heißt denn das? Kann das sein, dass ich die Gäste irgendwie schützen muss und nur noch 3 am Leben sind? Okay. Aber es ist nur eine blaue Markierung, das heißt, das Level ist dann noch nicht vorbei. Wir brauchen natürlich ja noch die Proben vom Trank, ne? Ich dachte, das wäre schon der Keller. Müssen wir jetzt die Treppe nutzen oder nicht? Oh, die macht das schon wieder kaputt. Oh, leck mich doch. Scheiße, ich bin auch noch auf der falschen Seite.
Was sollte ich da jetzt eigentlich die ganze Zeit suchen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Gewinn abholen. Ah, ganz hinten wieder. Oh. Oh, ich komme nicht lang. Und was kam jetzt bei raus? Ich will das wissen. Verdammt. Okay. Dann war's das wieder für diese Folge. Spitze Bild. Danke mich. Bis dann.